sind in Ascholding. Ascholding gehört zur Gemeinde Dietramszell und liegt 35 Kilometer südlich von München. Urkundlich erwähnt wurde Ascholding gegen Ende des 8. Jahrhunderts. Heute leben dort ca. 1000 Menschen. Mit Bus und Bahn sind sie in anderthalb Stunden in Ascholding. Heute zeigen wir Ihnen eine Zusammenfassung der Beiträge aus Ascholding. Und der Ort hat uns mit seinen unterschiedlichen Themen echt überrascht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass wir heute mal eine Bürgermeisterin treffen. Ist mir nämlich noch gar nicht passiert bis jetzt. Und zwar die Frau Gröbmeier hier von der Gemeinde Dietramszell. Genau, und wir reden ja über Ascholding. Ja. Und ich habe gelesen, Ascholding ist ein denkmalgeschütztes Bachzeilendorf. Also zumindest das Ensemble ist geschützt, oder? Genau, dieses ganze Ensemble, wo wir jetzt entlang gehen, das zieht sich bis zur Kirche hin und man sieht es ja, das ist wunderschön. Wenn man durch Ascholding durchgeht, da geht einem das Herz auf. Es ist wirklich auffällig, dass so viele schöne alte Bauernhäuser hier noch stehen. Gell? Ja. Und was natürlich noch dazu beiträgt, das ist der Bach natürlich und auf der anderen Seite auch die Anpflanzung. Jetzt im Winter sieht man natürlich nicht so viel, aber diese Gärtner entlang, nach vorn bei der Kirche, das ist, macht einfach insgesamt das Ensemble noch lebenswerter. Das auch, wird das genutzt dann auch so? Also sehr. Da sollten Sie mal im Sommer durchfahren. Ja. Da sind eigentlich jeden Nachmittag, also wenn die Kinder eben daheim sind oder in die Ferien, die Kinder am Bach, da gibt es dann so kleine Brückerl, die sie selber bauen und sie halten sich einfach am Bach auf. Ja, also so, wie es eigentlich sein soll. Ja. Ist wirklich sehr ursprünglich noch, gell? Wie vor 100 Jahren oder älter, hat man das Gefühl. Ja, die Moderne ist natürlich da. Ja. Am Gehweg entlang liegt Glasfaserkabel drin. Also wir sind verbunden mit Ascholding. Mit dem Internet, mit der weiten Welt, genau. Wir bleiben bei der großen, weiten Welt, denn wir haben in Ascholding diese Tiere entdeckt. Michaela, du hast hier in Ascholding Lamas. Ja, genau. Wie bist du dazu gekommen? Das hat eigentlich mit meinem eigentlichen Beruf zu tun. Ja. Ich bin eigentlich Restauratorin, war auf einer Baustelle in Freiburg. Und da sind im Garten Lamas rumgekopft. Und das war bei mir Liebe auf den ersten Blick. Und dann bin ich heimgekommen und habe gesagt, ich hätte gerne Lamas. Mhm. Und dann bin ich jahrelang ausgelacht worden. Mhm. Und es hat immer geheißen, ja, mach doch. Mhm. Mach doch. Und nach einem Jahr habe ich es halt gemacht und habe mich getraut und habe die ersten zwei Lamas gekauft. Okay. Das war Pepe Charlie. Mhm. Wie lange ist das jetzt her? Das war 2011. Mhm. Genau, das war keine Zeit. Und sind die aufwendig zu halten? Jein. Wenn man sie auskennt, dann eigentlich überhaupt gar nicht. Aber du kanntest dich ja schon erstmal nicht aus, Nein. oder? Dazu gibt es aber ganz, ganz tolle Vereine. Mhm. Andere Züchter kann man besuchen und sie einfach ganz viel Hintergrundinfos holen. Fortbildungen werden mittlerweile einige angeboten, dass man sich halt einfach ein gewisses Grundwissen erstmal aneignet, bevor man sich die Tiere holt. Deswegen hat es bei mir auch eben ein ganzes Jahr dauert, bis die ersten zwei Eizungen sind. Ja, also hast du dich in dem Jahr informiert? Genau. Weil ich meine, Lamas kommen doch aus Südamerika, oder? Genau, ursprünglich. Also Bolivien, Peru oder so, Hochebene, gell? Ursprünglich sind es aus Südamerika, eben wie du es schon sagst, Bolivien, Peru, Chile. Aber ich meine eben, die haben doch da ein ganz anderes Klima wie hier, oder nicht? Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Zum Beispiel Zottel, sein Papa, kommt sogar aus Kanada. Ach. Genau, also unsere Zucht ist hauptsächlich auf kanadische und amerikanische Genetik aufgebaut. Mhm. Und das heißt, das Klima macht denen dann gar nichts? Macht ihnen eigentlich gar nichts aus. Also wenn wir im Sommer 30 Grad haben, das ist denen wurscht? Ja, du musst es halt scheren, das ist eben Pflicht. In Südamerika sind es halt dafür gehalten man, um über lange Wege große Lasten zu tragen. Also es sind da schon Wandertiere gewesen. Mhm. Mhm. Und das. Ja. Und du bietest ja hier an, dass man Lama-Wanderungen machen kann. Gell? Genau. Dann gehen wir mal los, oder? Genau. Pack was. Michaela gibt mir noch Anweisungen und schon geht's los. Wenn Sie unseren Spaziergang sehen möchten, finden Sie den kompletten Beitrag in unserer Mediathek unter Heimatgeschichten. Jetzt geht's um was ganz anderes. Denn die folgenden Jungs haben ganz Ascholding mit ihrem Fieber angesteckt. In Ascholding findet eine Weltmeisterschaft statt. Und in welcher Sportart, das schauen wir jetzt, weil die üben da drin nämlich schon. Hallo, servus. Servus. So, wer ist da? Hansi, bist du da, Hansi? Ja, Hansi. Hallo, servus. Christi. Und du? Christian. Christian. Und wen haben wir da noch? Ali. Ali und der?
Andi, oder? Servus. Was macht ihr hier? Ja, wir spielen ein bisschen Dart. Und ich hab gehört, ihr macht hier eine Weltmeisterschaft in Ascholding. Wir machen eine Weltmeisterschaft. Wir trainieren aktuell für eine Weltmeisterschaft. Die ist erst immer im Januar. Im Januar, also ist jetzt gerade vorbei. Genau, die ist jetzt gerade vorbei, richtig. Wie kommt ihr drauf, hier in Ascholding sowas zu organisieren? Ja, das ist eine gute Frage. Wir waren vor 8 Jahren in London bei der Dart-WM. Was heißt wir? So ein paar Freunde oder wie? Genau, so. Also Christi war dabei. Genau, er war dabei und wir waren zu siebter und sind ja, so ein bisschen reingekommen in den Sport, haben da ein bisschen mitgefeiert. Phil Taylor war da, haben wir gesehen. Und dann sind wir so, haben wir so auf die Schnapsidee gekommen, wir könnten sowas so in Ascholding einmal machen. So im kleinen Rahmen, 16 Leute. Einfach für euch im Freundeskreis. Genau, in der Turnhalle. Und dann irgendwie war der Anklang doch ein bisschen größer. Und dann waren gleich mal 60 Leute da. Ja. Und da haben wir dann ein bisschen geschluckt erstmal. Sagen wir, wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir da 4 Scheiben aufgestellt und haben eine kleine Bühne gemacht, haben eine kleine Bar dazu gebaut, haben die Wirtschaft eingeladen und dann haben wir mal so ein kleines Turnier ausgespielt. Und jetzt dieses Jahr, das heißt, wie groß war es jetzt? Ja, es ist immer weiter gewachsen und ich glaube, mit Qualifikation 120, 130 Teilnehmer, nur aus Ascholding. Nur aus Ascholding? Nur aus Ascholding und Umgebung. Ah ja, also schon so ein bisschen die Dörfer außenrum dürfen mitmachen. Genau, alle, die bei unserem Sportverein dabei sind, dürfen da mitmachen und es werden immer mehr. Und so sieht das dann aus, wenn in Ascholding die Dartmeisterschaften stattfinden. Wir sind in Ascholding und schauen Sie mal, wo wir jetzt gelandet sind. Hier wird geklopft, gespritzt und geformt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute in einer Kunstgießerei und das ist wahnsinnig spannend. Kommen Sie mal mit. So, Karl, was macht ihr hier? Wir sind eine Kunstgießerei. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Modelle, die die Bildhauer in Ton oder in Wachs oder in welchem Material auch immer gemacht haben, dass das in Bronze oder Aluminium oder Messing gegossen wird. Also das heißt, es kommen aber wirklich, ihr macht es nur Kunst hier? Genau. Nicht irgendwelche Maschinenteile oder sowas? Nein, wir sind eine reine Kunstgießerei. Und das ist jetzt zum Beispiel sowas hier? Genau. Wie funktioniert das? Der Teil von einer größeren Plastik. So bringt es der Künstler. Genau, das ist aus Gips. So hat er das modelliert. Wir machen dann eine Negativform davon. Silikon-Negativform, genau. Da ist das Silikon, ist der Abdruck von, der exakte Abdruck von diesem Modell, der Negativabdruck. Aber das heißt, ihr macht hier das Silikon außenrum, oder wie funktioniert das? Ja, wir das bauen da so, erst einmal eine Auflage aus Ton. Ja. Da, wo die Teilung ist, die sieht man ja, da sieht man ja die Linie, die da entlang läuft, die ist von der Silikonform, von dem Bauen von der Silikonform. Das ist ungefähr mittig, man teilt es mittig ab, damit man dann die zwei Hälften schön auseinandernehmen kann wieder. Dass sie die vom Modell lösen. Wenn es Unterschneidungen gibt, dann muss man das ausformen mit Gipsstücken. Dann wird es komplizierter, aber das ist eine relativ einfache Form. Und dann wird mit Wachs ausgegossen, heiße Bronze eingefüllt, die erkaltete Form abgespritzt, die Kanäle und Nägel abgeflext und die Skulptur nachbearbeitet. Wenn Karl es Ihnen noch mal genauer erläutern soll, finden Sie auch diesen Beitrag in voller Länge in unserer Mediathek. Wir bleiben bei der Kunst und besuchen eines der schönsten Werke des altbayerischen Rokoko. Einsam gelegen, ganz romantisch auf einer Waldlichtung liegt diese wunderschöne Wallfahrtskirche St. Leonhard. Michaela Heinz und Barbara Regul sind im Verein zur Erhaltung der Leonardi-Kirche. Und sie wissen ganz viel über die Geschichte der Kirche. Und wir fragen, ob es stimmt, dass die Kirche gar nicht mehr in Kirchenbesitz ist. Das ist richtig, ja. 2004 war sie so einsturzgefährdet, dass der Dachstuhl am Schlusspunkt waren die Balken alle reines Mehl. Und das war nur eine Frage der Zeit, wann der einstürzt auf das Fresko. Und
dann hat sich erst herausgestellt, dass die Gemeinde verantwortlich ist. Ach, dann hat sich das erst herausgestellt, dass es gar nicht der Kirche gehört. Richtig. Ah. Ja, wie kam das? Das heißt, wann hat sich das geändert? Also wann hat es nicht mehr der Kirche gehört, sondern der Gemeinde? Das war 100 Jahre nach der Säkularisation. Da wollte der Staat die Kirche abreißen. Mhm. Und dann hat die Gemeinde, die Bürger, die Tramszeller, haben die Kirche gerettet und haben sie dem Staat abgekauft. Der Kirche, nee, dem Staat abgekauft? Dem Staat abgekauft. Ah, okay. Und so ist es gehört jetzt der Gemeinde. Besitz der Gemeinde gerutscht. Mhm. Und die war dann auch eben zur Baulast der also Gemeinde verpflichtet, die Gemeinde. Dann haben also alle die Tramszeller Geld gesammelt, damit man diese Kirche hier erhalten kann. Ja, und allein. Die Gemeinde leider nicht ganz so reich ist. Ja. Aber mit vielen öffentlichen Mitteln, mit dem Denkmalschutz und ist es möglich geworden, dass sie renoviert wurde? Und wann wurde sie dann renoviert? Eine Million hat eine die Million Sanierung Euro. Gekostet. Mhm. 600.000 hat der Staat gegeben, Denkmalschutz. Und 400.000 hat der Verein zur Erhaltung beigetragen mit vielen Aktionen, Kasperltheater, CD-Verkauf, Konzerte. Ja. Und seit wann ist sie jetzt so in dieser Pracht wieder zu sehen? Seit 2010. 2010, also jetzt 10 Jahre ist sie wieder so schön. Dann war der Umbruch. Sperren wir sie zu, wie es immer war, und nur zum Umfahrt aufsperren. Mhm. Nein, und jetzt lebt sie aber. Mhm. Wir feiern. Passiert alles hier? Hochzeiten, Taufen, Standesamt, Konzerte, Lesungen, alles mögliche Geburtstagsfeiern. Eben, genau, natürlich, genau. Okay, und was ja ganz besonders sind die Fresken. Gell? Da gehen wir jetzt mal ein bisschen hoch und schauen uns die näher an. Ja? Genau. Wenn Sie die Fresken genauer betrachten wollen, finden Sie auch diesen Beitrag in unserer Mediathek. Das war's aus dem bunten und vielfältigen Aschholding. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut!